Und Georg, man findet im Netz sehr viele Informationen, aber hier und heute live. Eigentlich ist Maximilian Diplomphysiker, ist Wahlberliner, arbeitet seit 10 Jahren im Bereich Drogenpolitik, aktuell für den Deutschen Handverband, und er ist tätig im Schildauer Kreis, ein Kreis von vornehmlich Professoren, sei es aus dem Bereich Recht, sei es aus dem Bereich Kriminalistik, sei es aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich für eine Änderung der Drogenpolitik einsetzen. Ich übergebe das Wort hiermit an Max. Ja, hallo. Vorgestellt wurde ich ja schon. Ich bin eine der wenigen Personen in Deutschland, der den Luxus hat, hauptamtlich Drogenpolitik machen zu können und dafür sogar ein bisschen bezahlt zu werden beim Deutschen Handverband. Insofern beschäftige ich mich sehr viel mit unterschiedlichsten Fragen im Bereich Drogenpolitik, theoretischen Dingen, praktischen Dingen. Und heute soll es gehen um nicht Gedankengänge, sondern um Gedankengefängnisse in der Drogenpolitik. Ursprünglich war geplant eigentlich, dass der Vortrag hier 2 Blöcke einnimmt, also 1,5 Stunden hat. Jetzt wurde das in der Ankündigung nur in 45 Minuten angekündigt. Insofern werde ich das Ganze ein bisschen zusammenstauchen. Allerdings kommen auch wieder 45 Minuten dazu. In der Mittagspause werde ich und sobald ich Steffen viel verstanden habe, auch Steffen zum Beispiel, auch gerne noch hier vorne sein. Und wir werden dann zum Beispiel auf Fragen gerne noch eingehen, auf die einzelnen Leute haben. Oder gewisse Beiträge zu spezielleren Themen können wir dann gerne in der Mittagspause leisten. Und wie gesagt, deswegen diese Gedankengefängnisse eher ein bisschen kompakter. Für alle Leute, die mich eh schon kennen, die meinen Videopodcast kennen, die meinen Blog kennen, oder für alle Leute, die sich schon länger mit Drogenpolitik beschäftigen, denen wird durchaus vieles irgendwie schon mal vertraut vorkommen. Ich hoffe, dass ich vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen durchdachter habe, ein bisschen strukturierter habe, mal wirklich ausspreche und gewisse Dinge benenne. Und ich habe versucht, den einen oder anderen roten Faden zu spinnen, zu finden und daraus etwas zu spinnen, um das Thema Gedankengefängnisse komplett abdecken zu können, bräuchte ich vermutlich das ganze Wochenende und ein halbes Jahr Vorlaufzeit und könnte 2 Bücher schreiben. Deswegen hier nur ein paar einfache Worte. Vielleicht klappt das hier sogar auch jetzt mit dem Audio, dann würde ich nämlich mit einem kleinen Videobeitrag beginnen, der hauptsächlich aus Reden besteht und deswegen Audio only auch machbar ist. Ich gucke gerade, ob das funktioniert. Geht man hört gerade nichts. Das klappt technisch leider nicht. Weil dann hätte ich ein paar schöne Beiträge gehabt. Hört ganz leise aus. Kommt schon was raus, aber. Muss vielleicht Kamera mehr. Technik? Ich bin eigentlich die Kamera zuständig, aber ich kann mal gucken. Ja. Ich habe genauso viele andere Videos. Na gut, gut. Okay, gut, man hört was. Da das Bild fehlt, wie gesagt, ist es nicht bedauerlich. Das sind jetzt erstmal einige Behauptungen aus dem Deutschen Bundestag zum Thema Cannabis- und Drogenpolitik, die ich doch ganz spannend fand und die ich einfach mal als Eindruck euch geben möchte. Der erste Beitrag ist von einer Abgeordneten, die anderen 3 sind von Experten der CDU bei unterschiedlichsten Anhörungen. Und wir hören uns das einfach mal an, um mal zu sehen, was so an Gedanken im Bundestag ist. In den letzten Jahren auch deutlich gefährlicher geworden. Zum einen wurde kontinuierlich der THC-Gehalt, das ist der Wirkstoffgehalt in Cannabis, hochgezüchtet und intensiviert. Und zum anderen geht es um die gefährlichen Beimischungen. Da hat das Kriminalwissenschaftliche Institut des LKA bei der anderen Anhörung darauf hingewiesen, dass es allein in den letzten Monaten 3 gefährliche Beimischungen nachgewiesen hat. Die gehen in die Gewichtserhöhung. Das sind Bleistaub, Glas und Haarspray. Da können Sie also bestimmt nur schwer behaupten, dass das alles so ungefährlich ist, wie Sie das in Ihrem Antrag darstellen. Also wo merkt der besagte Antrag, ist der Antrag der Linken zur Legalisierung von Cannabis durch Cannabis Social Clubs.
das war die Gegenrede der CDU. Streckmittel als Gegenargument für cannabisorische Pflanzen. Internationale Literatur insgesamt dann entwickeln eine körperliche Abhängigkeit. Etwa 10% aller Cannabis-Erfahrenen, bei denen, die in das Behandlungssystem kommen und eine Cannabis-Abhängigkeit haben, sehen wir, dass es bei über 50% zu Entzugssymptomen kommt, ähnlich wie bei Opiaten oder bei Alkoholabhängigen. Das war Professor Tomasius, unser allerliebster Freund. Also körperliche Abhängigkeitssyndrome bei Kiffern wie bei Alkohol und Opiaten. Wir haben von den besten Freunden angeboten, häufig mit den Maßnahmen oder mit den Argumenten, mach doch mit, sei doch kein Weichei. Und dann, was redet man oder was sagt man als junger Mensch dann, wenn man so argumentativ angegangen wird und ein Schüler sagt, normalerweise würde ich sagen, ich will auch nicht sterben. Oder ich würde sagen, ich will ein sauberes Führungszeugnis haben, weil ich mich noch bewerben will. Aber diese Argumente sind mir ja jetzt genommen. Was soll ich denn noch sagen? Im Prinzip, wenn der Freund dann sagt, naja, ist doch alles ganz, ganz easy und ganz clean hier und du musst auch keine Strafverfolgung befürchten. Das kann ja nicht verboten sein, wenn es quasi untersucht und wieder, herausgegeben wird. Also wir nehmen auch dieser Generation die Hilfsargumente, die wir alle brauchen. Jeder weiß das von sich. Wenn er keinen Alkohol mehr trinken möchte, sagt er auch, ich muss doch noch fahren. Das ist so das Hilfsargument, was eigentlich auch dann sehr stark zieht. Niemand ist auf sich zurückgeworfen und muss sagen, ich möchte das nicht, weil ich den Drogenkonsum insgesamt ablehne. Dann würde er sich in viele Diskussionen auch verstricken und wäre auch nicht allein zurückgeworfen. Also das war das LKA Niedersachsen, Streckmittel und verunreinigte Drogen als die einzige Möglichkeit von Jugendlichen, Nein zu Drogen zu sagen, weil sonst müssen sie ja sagen, wenn Drogen getestet sind, dann müssen sie alles annehmen, was ihre Freunde so ihnen anbieten. Abschließend möchte ich sagen, dass der Eigenanbau keine gesicherte Qualität für den Eigennutz bringen kann. Es sei denn, dass es über Kanäle vertrieben wird, die also aus der arzneimittelrechtlichen Sicht dafür geeignet sind. Also auch hier wieder, also nicht wie Steffen hier sagt, dass hier jeder seine Pflanze einfach zu Hause anbauen kann und dann sich irgendwie versorgen kann, das ist alles höchst bedenklich, laut diesem Pharma-Experten. Kann ich nur zusammenfassen, dass wir das genauso sehen, dass die Behandlung mit ungeprüften Substanzen das Risiko aufweist, dass der Wirkstoffgehalt nicht sicher ist, dass der also sehr stark schwanken kann, damit auch die Wirkung nicht sicher vorauszubrechen, dass es zu stark oder zu schwach sein kann. Also, liebe Cannabiskonsumenten, jeder, der nicht aus der Apotheke dort sein Gras bezieht, hat überhaupt unglaubliche Probleme, weil er keine Möglichkeit hat, irgendwie hier die Dosis zu steuern. Also das nur so mal als paar Eindrücke, was so im Bundestag an Thesen vertreten wird, was für Gedankenmodelle da drin sind. Als ich mich für den Vortrag hier vorbereitet habe, habe ich mal eine ganze Menge Gedankengefängnisse mir überlegt, aber jetzt vielleicht erstmal zur Einleitung. Und das soll eigentlich auch der Grundstock dieses Vortrages sein, das, was ihr hoffentlich mit nach Hause nehmt. Die konkreten Beispiele, davon gibt es sehr, sehr viele. Wir müssen uns bewusst machen, dass unsere Wahrnehmung von der Welt nicht objektiv ist. Unsere Weltanschauung bestimmt nicht nur, wie wir die Dinge, die wir wahrgenommen haben, interpretieren, bewusst oder unterbewusst, sondern unsere Weltanschauung bestimmt auch sogar, was wir wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen. Man blendet Dinge aus, die einem nicht in den Kram passen. Man sieht die Dinge, die wunderbar passen. Das kann man mit beliebig vielen psychologischen Experimenten auch nachweisen, wie diese Mechanismen funktionieren. Unsere Weltanschauung, was ist das? Das ist eine Mischung aus Wertungen, Vorstellungen, aus Sichtweisen, die uns zum Beispiel soziokulturell bedingt sind, also die Erziehung mit sich gebracht haben, unsere Sozialisation, die wir da aufgenommen haben. Das ist zum Beispiel bei der Generation meiner Eltern, die Generation Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war Sozialisation für den durchschnittlichen Deutschen. Andere Dinge sind transkulturell bedingt, beispielsweise haben wir gewisse religiöse Vorstellungen oder philosophische Vorstellungen, die hier eine gewisse Rolle spielen. Und andere Dinge sind auch einfach biologisch einprogrammiert,
Also ein Musterbeispiel ist zum Beispiel unser Geschmackssinn, da nehmen wir sehr gut wahr, was bitter ist, weil das evolutionär gesehen Dinge sind, die potenziell gefährlich sind, wo wir aufpassen müssen, oder Schwangere nehmen da sehr viel mehr wahr, weil sie sich besonders aufpassen müssen, nichts Falsches, nichts Verdorbenes zu sich zu nehmen. Ein Teil unserer Weltanschauung, dessen sind wir uns bewusst, das können wir reflektieren, nicht kleiner Teil davon ist auch einfach unbewusst. Dass unsere Wahrnehmung nicht nur subjektiv ist, sondern dass sie auch manipulierbar und fehlerhaft ist, dazu könnte ich jetzt sicherlich auch eine ganze Menge psychologische Experimente aufführen, die das gezeigt haben. Und wir erleben das täglich. Also selbst wie im Supermarkt die Produkte angeordnet sind, wie die Gänge aufgestellt sind, das ist alles, das versucht alles unsere Wahrnehmung zu beeinflussen. Das macht den Packen Mehl, der da steht, nicht besser oder schlechter, aber er versucht in uns die richtigen Produkte unter die Nase zu reiben, dass wir sie halt kaufen. Die Psychonauten hier unter den Zuhörern wissen auch, zu welchen Kunststücken unsere Wahrnehmung so in der Lage ist, sei es aufgrund von Stoffen, die wir unserem Körper zuführen, oder auch aufgrund von Stoffen, die wir unser Körper selbst freisetzt, beispielsweise durch Meditation, Sport, Sex, das sind alles Dinge, die unser Bewusstsein beeinflussen. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, kann man eigentlich sagen, dass unser Bewusstsein, also das bisschen, was wir da so glauben, unter Kontrolle zu haben, schwimmt in einem riesigen Meer aus Neurotransmittergleichgewichten, die mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung schwappen. Diese Wahrnehmung, also wenn schon die Wahrnehmung derartig subjektiv ist und nicht objektiv, was wir wahrnehmen, dann ist natürlich auch, dass unser Denken massiv davon beeinflusst. Und wenn wir dann Weltanschauungen haben, die sehr geschlossen sind, die Ideologien sind, dann bestimmt das natürlich auch massiv das Denken. Wenn das Denken so massiv bestimmt wird, dann ist natürlich auch die Wahrheit eine sehr relative Sache für uns persönlich. Von Haus aus bin ich ja eigentlich Physiker, deswegen bin ich eigentlich der Positivist und gehe natürlich davon aus, dass es eine objektive Wahrheit gibt, was meine Freunde von der geisteswissenschaftlichen Seite, die mir dann mit ihrer kritischen Theorie kommen und ihrem kritischen Rationalismus regelmäßig zu verzweifeln ich sie bringe, aber da allerdings Drogenpolitik üblicherweise nicht von Physikern am CERN gemacht wird, da glaube ich, wird wirklich an der Wahrheit geforscht, gehe ich davon aus, dass gerade die Drogenpolitik oder Politik im Allgemeinen und die Drogenpolitik im Speziellen nicht so viel mit einer objektiven Wahrheit zu tun hat. Vielmehr ist, glaube ich, die Drogenpolitik eine Steilvorlage dafür, zu schauen, wie Wahrheiten plötzlich wandelbar werden und beispielsweise die Erkenntnisse, die uns die kritische Theorie gebracht haben, sehr gut zur Anwendung zu bringen sind. Die Wahrheit anzustreben ist und bleibt allerdings durchaus ein hehres Ziel, und mit den Gedankengefängnissen, auf die ich jetzt gleich konkret zu sprechen komme, möchte ich natürlich versuchen, ich möchte diese aufbrechen, weil wenn Gedanken gefangen sind, dann sind sie fern der Wahrheit, und deswegen die Motivation, mich mit Gedankengefängnissen zu beschäftigen. Gedankengefängnisse im Kontext von Drogenpolitik, das ist ein Begriff, der schon deutlich älter ist als ich selbst, den hat Professor Stefan Quense mit eingeführt. Für die Leute, die es kein Begriff ist, das ist so durchaus einer der Denker im geisteswissenschaftlichen, im sozialwissenschaftlichen Bereich, was Drogenpolitik, eine kritische Drogenpolitik oder auch allgemein eine kritische Sozialwissenschaft angeht, auch was Gefängnis angeht. In Deutschland viele Menschen, die wir heute kennen, selbst eine Nicole Grumdick, vielleicht das jüngste Vertreterin dieser Bremer Schule, sind Lehrlinge oder Lehrlinginnen von Stefan Quense. Der Begriff der Drogen, des Gedankengefängnisses hat auch Sebastian Scherer verwendet bei einer Rezension von Die Drogenlüge, also dem Buch von Matthias Bröckers, der ja später hier noch sprechen wird. In dieser Rezension spricht er von einer virtuellen Gefangenenbefreiung. Diese Art der Perspektivumkehr und des unkonventionellen Denkens ist nicht mehr und nicht weniger als eine freundliche Einladung an die Leserschaft, sich für die Flucht aus dem Gedankengefängnis des hegemonialen Diskurses vorzubereiten. Also gute Bücher im Bereich Drogenpolitik geben diese Anleitung. Gedankengefängnisse im hegemonialen Diskurs. Das ist, wenn man das mit Karl Marx ausdrücken möchte, dass die herrschenden Ideen einer gewissen Zeit stets nur die Ideen der herrschenden Klasse sind, oder, wenn man das etwas
anders ausdrücken möchte, dann schauen wir uns diesen Begriff an, der Hegemonie. Hegemonie, das ist die Vorherrschaft. Die Gedanken, die in der Drogenpolitik da vorhanden sind, die hegemonial sind, herrschen aber nicht unbedingt in einem brachialen Sinne, dass wirklich die Leute geprügelt werden, du musst jetzt genau das denken. Nein, mit Hegemonie kann man auch verstehen, dass es der Typ von Herrschaft ist, der im Wesentlichen auf der Fähigkeit basiert, eigene Interessen als gesellschaftliche Gemeininteressen zu definieren und durchzusetzen. Also ich muss die Leute nicht prügeln, mach was gut für mich ist, sondern ich rede ihnen so lange ein, dass das, was sie tun möchten, zufälligerweise auch in meinem Interesse liegt. Also es geht hier um herrschende Ideen, um Dogmen, Paradigmen, um die herrschende Lehre, da haben wir wieder diesen Begriff des Herrschens, um das, was sicherlich die gerade eben zitierten, also in dem Video abgespielten Menschen als den gesunden Menschenverstand bezeichnen würden, das so ist es halt in der Drogenpolitik. Instrumente ganz allgemein, wie wir mit Ideologien umgehen können, wie wir sie erkennen und aufbrechen können, liefert uns die Ideologiekritik. Wo man allerdings nochmal zusätzlich aufpassen sollte, ist, dass man nicht jeder vermeintliche Ausbruch aus einem Gedankengefängnis auch wirklich ein Gang in die Freiheit ist. Es kann auch fiktive in die Verzerrung führen. Persönlich habe ich da immer so einen privaten Feldzug gegen Verschwörungsideologen aller Couleur, die mir erzählen wollen, wie winzig kleine Gruppen oder ganz bestimmte Interessen aufgrund von an den Haaren herbeigezogenen Einzelbeispielen, die den großen Gesamtkontext missachten, angeblich die Drogenverbote machen. Aber um die soll es hier gar nicht gehen. Soll nur sagen, passt auf, wenn ihr aus einem Gefängnis ausbrecht, dass ihr nicht in einem tieferen Kerker landet, wo ihr glaubt, ein helles Licht zu sehen. Das kann nicht auch das Licht am Ende des Tunnels sein. Und wir stecken in vielen Gedankengefängnissen. Ich hatte, da ich jetzt kein Beamer habe, kann ich das schöne Bild nicht zeigen. Das wäre doch ganz schön gewesen. Wir stecken in vielen, vielen Gefängnissen, die ineinander verschachtelt sind. Und nur weil wir uns das selbst aus einem befreit haben, weil wir selbst in der Meinung sind, Cannabis als Einstiegsdroge vollkommener Schwachsinn. Gut, dann sind wir aus einem Gedankengefängnis befreit, aber wir stecken noch in vielen weiteren drin und wir sollten nicht die Arroganz besitzen, zu glauben, nur weil wir ein bisschen schlauer sind als die anderen, dass wir uns schon komplett befreit haben. Ebenso muss man sich auch, und jetzt komme ich zu einem ganz praktischen Teil, zu einer Sache, die in meiner ganz alltäglichen Arbeit beim Deutschen Handverband von großer Bedeutung ist, wir müssen uns auch immer bewusst machen, mit wem wir gerade im Bereich Drogenpolitik sprechen und in welchen Gefängnissen er noch feststeckt. Nur wer eine für seinen Gegenüber passende und verständliche Sprache spricht und ihn dort abholt, wo er ist, im Gedankengefängnis, wird verstanden. Ich erlebe es täglich, dass Handfreunde normale Bürger oder Politiker wegen ihrer Dummheit beschimpfen oder Thesen an den Kopf werfen, die einfach weit über deren Horizont hinausgehen. Also abgesehen davon, dass es in Debatten wenig bringt, Menschen zu beschimpfen, das ist im Allgemeinen immer relativ schlecht, wenn man Menschen für ihre Sachen überzeugen möchte, nur und obwohl sie es besser wissen könnten, spricht man nicht ihre Sprache, redet man nur ihres Zeug in ihren Ohren. Das muss ich leider vielen, vielen Freunden, die im Bereich Drogenpolitik aktiv sind, mal ziemlich hinter die Ohren schreiben und da scheitert auch eine ganze Menge Diskurs. Genug der Einleitung, die Einleitung ist jetzt auch, wie ich gestern festgestellt habe, länger geworden als gedacht. Nun möchte ich zu einigen konkreten Gedankengefängnissen kommen, die mich beschäftigen. Das eine ist auch, da geht es um eine Person, die heute schon angesprochen wurde, die Frau Aschenberger-Duknus. Seines Zeichens, Zitat, pflegepolitische Sprecherin und Expertin für Sucht- und Drogenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion. So betitelt sie sich selbst in ihren Pressemitteilungen. Und ich möchte drei Dinge kurz vorlesen, die vielleicht zeigen, mit welcher Schizophrenie diese Frau es schafft, im Bereich Drogenpolitik aktiv zu sein. Zitat. Das eine ist jetzt aus einer Pressemitteilung und ich habe einfach mal das Wort Rauchen durch Cannabis ersetzt. Da erzählt sie uns dann, Cannabiskonsum ist mit erheblichen Risiken verbunden,
Doch Cannabis ist ein gesellschaftlich verwurzeltes und akzeptiertes Genussmittel, dem man nicht mit Verboten oder Stigmatisierung Herr werden kann oder aus der Welt schaffen kann. Wir setzen auf Prävention und Aufklärung statt Verbote. Du hast Alkohol durch Cannabis ersetzt, ne? Nein, das war Tabak. Tabak. Ja, da ist eigentlich auch ein größerer Absatz. Da geht es auch um Raucherräume. Den speichern wir jetzt, damit es nicht zu lang wird. Ich habe das auch alles verbloggt. Es ist richtig großartig. Also da habe ich auch wieder genau eine Substitution durchführen können. Das wäre jetzt so ein Satz, den wir alle unterschreiben könnten. Ne, klar, Risiken gibt es, aber Verbote sind doof. Sagt ihr im Bereich Rauchen, wenn sie es auf Cannabis übertragen, wäre das genau unsere Sache. Das nächste kommt aus dem FDP-Landtagswahlprogramm von Schleswig-Holstein. Dort ist sie auch stellvertretende Landesvorsitzende, also ich gehe davon aus, dass sie da durchaus ihren Anteil hatte. Die FDP Schleswig-Holstein hat wiederholt darauf hingewiesen, dass das bisherige Betäubungsmittelgesetz nicht mehr zeitgemäß ist und auch viele rechtliche Fragen aufwirft. Bei dem schleswig-holsteinischen Cannabisgesetz handelt es sich um eine Regulierung des Marktes, der bislang ohne staatliche Aufsicht und Kontrolle, ohne staatliche Einnahmen und Suchtbekämpfung existierte. Cannabis ist Realität, ob man es will oder nicht. Es hilft niemandem, wenn sich der Schwarz- und Graumarkt weiterhin der staatlichen Kontrolle entzieht und keinen Beitrag zum Verbraucherschutz oder zur Suchtbekämpfung leistet. Der Gesetzgeber kann nur kontrollieren und lenken, wenn es unter Aufsicht steht. Cannabis und die damit einhergehenden Probleme können nur kontrolliert werden, wenn sie der Aufsicht des Staates unterstehen. Der Verbraucherschutz ist im Gesetz ausführlich über mehrere Paragraphen geregelt. Die Cannabisanbieter werden verpflichtet, ein angemessenes Sozialkonzept zu entwickeln, indem sie Maßnahmen zur Vorbeugung von pathologischem Konsumverhalten ergreifen müssen. Hier habe ich einfach das Wort Glücksspiel ersetzt. Zum Thema Glücksspiel stand das 1:1 in deren Wahlprogramm. Bezüglich Cannabis, Thesen, die wir vermutlich 110% unterschreiben können. So, dann schauen wir uns mal an, wenn Frau Aschenberger-Dubnus wirklich zum Thema Cannabis spricht. Wieder zum Antrag der Linken. Cannabis ist und bleibt eine gefährliche Droge, die gravierende Schäden verursachen kann. Aber wie können wir Kinder und Jugendliche effektiv schützen, wenn Cannabis wesentlich leichter, wenn ja legal verfügbar ist? Glauben Sie denn wirklich ernsthaft, dass in Cannabis-Clubs keine Kriminellen auftauchen, die dann unter dem Deckmantel der staatlichen Legitimation den Staat ankaufen und dann auf dem nächsten Schulhof an Jugendliche weiterverkaufen? Das können Sie doch nicht ernsthaft verhindern. Der reine Wunsch nach streng kontrolliertem und legalem Umgang wird dafür nicht sorgen, dass in der Realität so verfahren wird. Und sie bezeichnet dann fortfolgende diesen Vorschlag zur Legalisierung, zur Regulierung des Marktes als Rauschsozialismus der Linken, der nicht mit der Realität zu tun hat. Also man merkt hier, und da bin ich eher sehr dankbar, dass sie mir diese Steilvorlage geliefert hat, mit welcher unglaublichen Schizophrenie, Klammer auf, wenn ich hier das Wort Schizophrenie verwende, meine ich das im wortwörtlichen Sinne und nicht im pathologischen Krankheitssinne, sondern in einer Form einer politischen Schizophrenie, die deutlicher kaum sein könnte. Welche Gedankengefängnisse haben wir denn noch im Angebot? Ich hätte hier noch mehrere im Angebot. Ich muss mich hier gerade mal kurz orientieren. Genau. Ein weiterer Begriff, wo wir in einem Gedankengefängnis stecken, wo man auch sieht, dass man nicht mal eben schnell da rauskommt, das ist der Begriff der Einstiegsdroge. Der Begriff der Einstiegsdroge ist eigentlich etwas, das gegen Cannabis eingesetzt wird. Es wird gesagt, Cannabis ist die Einstiegsdroge, das ist zwar wissenschaftlich vollkommen nicht haltbar, wird im Bundestag zwar immer wieder fröhlich reproduziert, aber statt diese These abzulehnen, die zweifelsfrei wichtig ist, leider, also in der politischen Diskussion wichtig ist, es gibt da eine sehr schöne Umfrage vom Institut Ears and Eyes, die die Menschen gefragt haben, warum sie denn gegen eine Cannabis-Legalisierung sind. Und da kam raus, dass der Hauptgrund für Menschen gegen eine Cannabis-Legalisierung zu sein, mit 73%, eine Zustimmung zur These war, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Noch vor allen anderen gesundheitlichen Risiken. Deswegen müssen wir uns politisch leider mit dieser These auseinandersetzen. Egal wie wenig sie haltbar ist. Aber die Reaktion der Hanffreunde auf diese vollkommen schwachsinnige These
ist nicht etwa, dass man sagt, okay, diese These ist Schwachsinn, sondern man versucht sie dann irgendwie umzudichten und dann zu sagen, naja, in Wirklichkeit, also dann betreibt man dann einen gewissen Substanzismus und sagt, aber eure gesellschaftlich ach so akzeptierten Drogen wie Tabak und Alkohol, das sind die wahren Einstiegsdrogen. Oder man versucht, ins Lächerliche zu führen, Muttermilch ist die Einstiegsdroge, Brötchen ist eine Einstiegsdroge. Das mag für den Handfreund sicherlich sehr befriedigend sein, insbesondere weil man sich auch weiterhin das bedienen möchte, weil man sich auch distanzieren möchte von diesen anderen bösen, harten Drogen, also diesen Heroin und Kokain, wo das ein Einstieg sein soll, dann einfach zu sagen, Bullshit, es gibt keine Einstiegsdrogen. Die Handfreunde machen den gleichen logischen Fehler. Also sie heben die These der Prohibitionisten nicht auf, sondern sie übernehmen sie wieder, sie nehmen diese Idee auf, dass der Konsum einer Substanz kausal zusammenhängt mit dem Konsum einer anderen Substanz. Das ist nicht haltbar. Das ist für keine Substanz haltbar. Es gibt beliebig viele Korrelationen zwischen dem Konsum einer Droge oder einer anderen Droge. Das sind dann auch die Nebelkerzen, die im Bundestag gezündet werden, um Cannabis dann doch irgendwie so als Einstiegsdroge zu machen, oder zumindest Zweifel zu sehen, ob die These wirklich abgelehnt ist. Das war dann Tomasus sehr schön, der dann sagt, ja, wir haben hier Problemjugendliche, die konsumieren relativ viel und häufig Cannabis und früh und konsumieren auch relativ häufig dann auch andere Substanzen. Ja, ist ja schön und gut, aber das sind Korrelationen zwischen diesen beiden Substanzen. Die Ursache ist, dass sie ein sozial schwieriges Umfeld haben. Das ist das eigentliche Problem. Und da merkt man sehr schön, wie sich die Handfreunde nicht aus dem Gedankengefängnis Einstiegsdroge befreien. Sie halten dieses Mem am Leben, statt es zu zerschlagen und zu sagen, liebe Politiker, hört mit diesem Märchen auf, kümmert euch mal um die wahren Ursachen von Drogenproblemen. Da könnt ihr was bewegen. Sondern nein, es wird versucht, dann die Substanzen gegeneinander auszuspielen. Substanzen gegeneinander ausspielen, das ist ein weiterer spannender Bereich, den ich heute nicht im Ansatz ausführen kann komplett. Aber über den es leider relativ wenig Gedanken und Material überhaupt gibt. Das ist allgemein der Begriff des Substanzismus. Also eine gewisse Weltanschauung, betrachtet das mal ganz neutral, die zweifelsfrei hegemonial ist, die in unsere aller Köpfe drin ist, in unterschiedlichsten Varianten, die sagt, also die gewissen Menschengruppen aufgrund des Konsums oder Nichtkonsums von gewissen Substanzen Eigenschaften zuordnet. Das ist erstmal die ganz allgemeine Beschreibung dessen. Man könnte es auch Vorurteile nennen, man könnte es das nennen, was die Bilder der Gesellschaft in den Köpfen, was die Gesellschaft in ihren Köpfen hat, wenn es um Bilder und Drogenkonsumenten geht, wenn es um Hanffreunde geht, wenn es um Heroinkonsumenten geht. Das ist meistens eher negativ konnotiert, außer im Bereich der legalen Drogen, da ist das dann durchaus auch positiv. Ne? Der Weintrinker an sich in seinem Wesen ist ja schon ein ganz gemütlicher, oder als Biertrinker, da ist man ja ein Geselliger, und also soziale Kontakte ohne Zigarette, wie soll das gehen? Da ist das positiver konnotiert. Aber das auch erstmal eine sehr spezielle Weltanschauung ist, die sehr kritisch zu hinterfragen gilt, darüber haben sich leider bisher noch kaum Menschen Gedanken gemacht. Also da habe ich mit Hans und Steffen sicherlich Leute, die damit führend sind in diesem Bereich, auch wenn das noch relativ wenig ausgeprägt ist, die gesamte Debatte. Man könnte dann auch einen Bereich des Substanzismus oder dieser Fixierung auf Substanzen, auf Sucht, haben wir im Bereich der Drogenpolitik beispielsweise über das Abstinenzdogma. Da ist der Gedanke drin, dass jeder Konsument von illegalen Drogen zwangsläufig Probleme bekommen wird. Deswegen stand im nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan von Helmut Kohl, dass die Abstinenz das Ziel ist im Bereich illegaler Drogen. Alkohol und Tabak soll möglichst wenig konsumiert werden, aber da muss Abstinenz bei den illegalen Drogen, das wurde dann von Rot-Grün aufgenommen. Wunderschön sozialpädagogisch verpackt, wie sie vieles so denn sozialpädagogisch verpackt haben. Im Kern stand immer noch drin, Abstinenz ist das einzige Wahre im Bereich illegale Drogen. Und das gilt bis heute und ist ein Hauptproblem, aber wenn es zum Beispiel um vernünftige Prävention geht, vernünftige Therapie, vernünftige Beratung, sei es ein Lehrer, der nichts anderes predigen darf offiziell als Kinder, Finger weg von den Drogen, der kann nicht sagen, ey, ich habe früher auch mal gekifft. Und wenn es nicht übertreibt, ist gut, das darf er nicht, weil es gibt das Abstinenzdogma. Die gesamte Prävention, die Bundeswehr macht, die Polizei macht,
richtet sich nach den Richtlinien, die im Aktionsblatt Drogen und Sucht festgeschrieben sind. Und dann ist Abstinenz das Ziel, und wenn das von Augen verordnet ist, dann darf nichts anderes gedacht oder gepredigt werden. Inzwischen gibt es ein paar Projekte, die da ein bisschen ausscheren. Ich wage sogar die These, dass das Abstinenzdogma, ohne dass es jemand mitbekommen hat, aufgehoben wurde durch die Strategie von Frau Dickmanns, die nationale Suchtstrategie, die sie vorgestellt hat. Da habe ich das nicht mehr gefunden. Das hat kein Mensch mitbekommen, dass dabei eben schon das Abstinenzdogma rausgestrichen wurde. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das Abstinenzdogma ist aber auch ein ganz wichtiges Gedankengefängnis, dass man versteht, dass man erkennen muss, wenn man Drogenpolitik in Deutschland überhaupt begreifen möchte. Ich habe am Anfang nie begriffen, warum eine CDU oder eine CSU sich so vehement gegen Drogenkonsumräume ausspricht. Warum es undenkbar ist, für die CSU in Bayern Drogenkonsumräume zuzulassen. Wir haben in Nürnberg einen riesigen Anstieg in der Zahl der Drogenquote. Alle Parteien auf kommunaler Ebene und im Landtag, durch die Bank weg, sind für Drogenkonsumräume. Selbst der Paritätische Wohlfahrtsverband, der ja nicht unbedingt gerade für seine sozialrevolutionäre Ader bekannt ist, fordert ganz klar Drogenkonsumräume jetzt sofort, wir brauchen sie. Für die CSU ist das nicht vorstellbar. Warum? Wegen dem Abstinenzdogma. Weil für sie jegliche Duldung von Drogenkonsum in ihrem Kopf nicht machbar ist. Es wäre eine Verharmlosung. Und da Drogenkonsum ja per se etwas Schlechtes, Negatives ist und in Abhängigkeit und Tod führt, das ist das Abstinenzdogma sehr einfach zusammengefasst, ist natürlich auch ein Drogenkonsumraum eine Verharmlosung. Und da sind sie dann ganz klassische Gesinnungsethiker, die sagen, unsere reine Gesinnung sagt uns, unsere Abstinenzdenken sagt uns, Null Toleranz ist das einzig Wahre, statt die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wir dulden es, auch wenn es uns nicht passt, aber wir retten damit Menschenleben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Und das merkt man auch gerade bei den Debatten im Bundestag, gerade auch bei der CDU, aber auch bei der FDP, bei der SPD, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber nicht viel, dass dort einfach die einen im Gedankengefängnis feststecken und die anderen, Linke und Grüne, außerhalb dieses Gedankengefängnisses sitzen. Man bei der Debatte, wenn man sie sich anhört, zum Beispiel gerade, was im Januar stattgefunden hat, man das Gefühl hat, die leben mit unterschiedlichen Dimensionen. Die haben keinen Kontakt miteinander. Die können nicht miteinander sprechen. Das sind Diskurse, die auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden. Die einen in der eigenen Gefängniszelle, die anderen draußen. Und das ist ein für mich persönlich erstmal frustrierender Moment, wenn man einfach merkt, dass diese Politiker nicht mal mehr miteinander reden können. Das merken die auch selbst durchaus. Also es gibt zum Beispiel vom Kollegen Tempel da ein paar schöne Ausführungen, der gesagt hat, also der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion, der sagt, wissen Sie, mit den CDUlern und so, in den Ausschüssen und so, man kann ja mit allen über alles Mögliche reden. Wenn es um die, selbst wenn es um den Katastrophenschutz geht, um den Zivilschutz, um Steuerpolitik, selbst um die innere Sicherheit oder so. Man kann sich bei dem Bier zusammensetzen, man kann sich unterhalten, man versteht zumindest irgendwann den anderen, man kommt vielleicht nicht überall auf den grünen Zweig, aber man hat so eine gewisse Grundkommunikation. Das ist in allen Politikbereichen so. Das sagt jemand, ein Linker über CDU-Politiker. Außer im Bereich Drogenpolitik. Woher das kommt, das wäre jetzt sicherlich auch nochmal, darüber könnte man sicherlich auch nochmal einen ganzen Vortrag halten, das ist so mein nächster Schritt, dass ich mal versuche nachzuvollziehen, wie denn diese Gedankenwelt eines CDUlers oder einer Frau Dickmanns zustande kommt, weil ich muss in sie eindringen. Ich muss in dieses Gefängnis eindringen, ich muss mir einen Zugang, ich muss von außen einen Tunnel graben, wenn ich mit ihr kommunizieren möchte, weil ansonsten ist leider kein Kontakt möglich. Und da Politik im Bach immer auch viel mit Reden zusammenhängt, mit miteinander verstehen, werde ich diesen Schritt wohl gehen müssen. Das führt heute sicherlich zu weit, aber nur wenn wir diese Gedankengefängnisse oder sei es auch nur von einigen Sozialdemokraten eindringen können, können wir wirklich etwas bewegen, können wir einen Diskurs fahren. Das kurz zum Thema Substanzismus, Abstinenzdogma. Ich hatte die Abwertung von anderen Drogenkonsum schon mal angesprochen. Steffen hat das Substanzfaschismus genannt. Ich weiß nicht, ob er den Begriff geprägt hat. Ich habe auch noch viel Kritik für diesen Begriff bekommen und persönlich bin ich eh dagegen, den Begriff Faschismus so inflationär zu verwenden. Vollkommen egal, er ist nur mein Raum, er ist definiert und er sagt einfach, ich werte den Konsum und die Konsumenten anderer Substanzen ab, auch um mich aufzuwerten. Das haben wir in vielen
anderen Bereich, das haben wir im Bereich Rassismus beispielsweise, wo man versucht, ihr seid minderwertig, wir sind hochwertig, das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen und dieser Substanzfaschismus ist zwar sowohl ein triviales als auch ein hegemoniales und wirksames Weltbild. Also ich könnte das, wenn wir jetzt hier live Internet hätten, direkt vorführen, wie man ihn hervorkitzeln kann. Ich weiß noch, ich habe mal eine Warnung zum Thema Milzbrand in Heroin gepostet auf der Seite des Deutschen Handverbandes. Alter Schwede, da war aber Polen offen. Also was da an menschenverachtenden Kommentaren kam, von Leuten, die sich selbst einbinden, ach, so bewusstseinserweitert und tolerant zu sein, und sich den ganzen Tag beklagen, dass die Gesellschaft so wenig Verständnis hat für ihren Drogenkonsum, für ihr Cannabis. Und Hanf ist ja so eine tolle Sache. Aber mit den Junkies, also darüber wollen wir ja gar nicht erst reden. Menschenverachtung pur. Ich glaube, so schlimm reden selten, also da muss man wirklich so an den CSU-Stammtisch gehen, um solche Kommentare über Konsumenten illegaler Drogen zu bekommen, wie da auf der Handverbandseite in aller Öffentlichkeit gepostet wurde. Substanzfaschismus. Auch ein durchaus spannendes Phänomen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit, Hans, ich weiß nicht, wie lange habe ich denn offiziell? Wie ist denn? Noch Viertel nach. Viertel nach, gut. Dann werde ich einige Punkte, die ich hier noch aufgeführt habe, immer exemplarisch ansprechen können. Also das eine ist zum Beispiel auch noch das Gedankengefängnis, das, was den Konsum angeht, von Drogen wie Heroin und Kokain, was den kontrollierten Gebrauch angeht. Da kommen wir auch zur ursprünglichen Definition des Gedankengefängnisses zurück. Also Kollege Quenzel hat ihn damals eingeführt im Kontext der Cannabisforschung. Also wie hier Wissenschaft und Forschung durch gesellschaftliche und politische Vorgaben wirklich zur Perversion getrieben werden. Das hat zum Beispiel Kollege Hans-Günter Meyer-Thompson sehr schön in einem aktuellen Beitrag zusammengefasst. Von Hanf ist die Rede, Anmerkung zum wissenschaftlichen und politischen Diskussionsstand in Deutschland. Kann ich sehr empfehlen. Noch viel empfehlenswerter war, live und in Farbe zu erleben, was er das vorgetragen hat. Das wurde leider nicht aufgezeichnet, insofern auch hier nochmal vielleicht auch kurz der Applaus an die Intuvision und Co., dass hier so viel aufgezeichnet wird, damit seid ihr deutlich professioneller als viele andere progressive oder weniger progressive Kongresse, wo ich so oft tolle Vorträge höre, aber sie nicht aufgezeichnet werden. Also im Bereich Cannabis haben wir diese Perversion gehabt, wo Maya Thompson ganz klar beschreibt, wie einfach Leute mit Thomasus gezüchtet wurden. Und Thomasus ist da auch nur einer von vielen, andere sind schon wieder abgetreten, wo einfach klar war, welche Sachen man zu sagen hat über Cannabis, damit man in Deutschland Karriere macht, die letzten 30, 40 Jahre, damit man die Forschungsaufträge bekommt. Hier wurden Gedankengefängnisse gezielt gezüchtet, hier wurden Thesen in den Raum gestellt, in Lehrbücher zementiert, im Namen der politisch gewollt. Man könnte auch noch einen Schritt weiter gehen und sich andere Gedankengefängnisse anschauen, die wir aus einer ganz anderen Zeit haben. Also da hat Kollege Tilman Holzer in seinem Buch Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassenhygiene einen schönen Beitrag geliefert, wo er einen roten Faden spinnt aus der Zeit von Hardcore-Abstinenzverbänden der Weimarer Republik über die Drogenpolitik der Nazis, die nach 45 in keinster Art und Weise beendet wurde, sondern eins zu eins fortgesetzt wurde, die in den Ministerien, in der Forschung weiter existiert hat, bis dann 68, 71 mal das Betäubungsmittelgesetz geschaffen wurde. Bis dorthin wurde Drogenpolitik nicht von der Politik gemacht, sondern in den Ministerien, in den Behörden, in den Unis. Und da waren bis zu dieser Zeit, 68 war ja dann auch durch die große Strafrechtsreform, dort waren auch Professoren dabei, die im Dritten Reich als T3-Gutachter gesagt haben, du bist Alkoholiker, du bist erkrank, raus, ab zur Sonderbehandlung, die das auch in Lehrbücher niedergeschrieben haben, so politischerweise. Und diese Leute waren bis 68 noch an deutschen Universitäten aktiv und haben natürlich auch ihr Gedankengut weitergegeben. Sie haben nach dem Krieg die Lehrbücher geschrieben. Kann ich nur sehr empfehlen, das Buch von Holzer mir sehr schön aufzeigt, dass da aus einer Zeit Mauern errichtet wurden, um im Bild der Gedankengefängnisse zu bleiben, in denen wir uns teilweise bis heute bewegen. Auch zum Beispiel, dass Methadon die Gabe von Methadon ein ärztlicher Kunstfehler war, jahrzehntelang in der BRD, ist unter anderem zurückzuführen
auf einen Erlass des Reichsgesundheitsführers Conti. Was auch die Nazis erst die Verschärfung gebracht haben. Vorher war das durchaus normal, auch jemanden, der opiatabhängig war und irgendwie einen Zug hat, dann gebt ihm halt mal die Morphiumspritze, ist nicht so schlimm. Dann kamen die Nazis und es wird noch spannend werden, wenn irgendwann mal die Geschichte der Substitution aufgearbeitet wird, wenn gezeigt wird, wie die Pioniere in Deutschland, die versucht haben, Menschen hier zu helfen, fertig gemacht wurden, ihnen die ärztliche Zulassung entzogen wurde und hier finsterstes Mittelalter oder braune Scheiße der Nazis erst weggeschaufelt werden musste, bis man hier zu einer halbwegs rationalen Politik wiederkommen könnte. Mit Auswirkungen bis heute, denn auch heute ist jeder Substitutionsmediziner, der seine Patienten nach den Regeln der ärztlichen Kunst behandelt, produziert mit den BTM-Verstöße am laufenden Band. Und jeder gute Arzt, im medizinischen Sinne ein guter Arzt, ist eigentlich ein Schwerverbrecher nach dem Betäubungsmittelrecht. Das zu diesem Gedankengefängnis und wo es herkommt, wo wir noch tief drin stecken, in dieser Form eher in Gesetzeskraft und im BTM zementiert, also unbedingt in Köpfen. Politiker finden das eigentlich inzwischen fast alle ganz nett mit der Substitution, aber sie merken nicht, was für in welchen Mauern sie hier stecken. Ebenso könnte man jetzt auch über den kontrollierten Gebrauch von Heroin und Kokain referieren. Das ist auch so ein Tabuthema in der Drogenpolitik. Es herrscht in aller Köpfe der breiten Bevölkerung der Glaube vor, dass der Konsum von Drogen, Heroin und Kokain zwangsläufig zu schweren körperlichen und geistigen Schäden führt. Das ist Mehrheitsmeinung. Bei Cannabis sind die Leute inzwischen ja durchaus, ganz so schlimm ist es nicht. Aber bei diesen Substanzen ist das doch absolut undenkbar, dass es so etwas gibt. Das hat unterschiedlichste Ursachen. Das liegt einmal daran, dass natürlich unproblematische Heroinkonsumenten, unauffällige Heroinkonsumenten natürlich schwer zu erforschen sind. Die Politik interessiert sich nicht dafür. Und wenn die Forscher dann Auftrag bekommen, dann sollen sie ja Problemfälle behandeln, weil man will ja Probleme lösen. Man findet die Leute, die Probleme mit Heroin haben auch ganz einfach, denke ich, in die Beratungszentren, die greifen die Polizei auf, die finde ich in Gefängnissen wunderbar zu erforschen. Wer unauffällig gelegentlich mal Heroin konsumiert oder Kokain, der ist nur sehr, sehr, sehr schwer zu finden. Der versteckt sich massiv in den Statistiken, obwohl die paar Menschen, die sich mal damit beschäftigt haben, eine ganze Menge Leute gefunden haben, die durchaus ein Konsummuster pflegen, das kontrolliert ist, das heißt nicht im Wesentlichen mit den persönlichen Zielen kollidiert, keine sozialen oder finanziellen Probleme macht und sicherlich vielleicht auch exzessive Phasen hat, aber die auch von sich aus wieder beendet wurden. Auch das ist ein Gedankengefängnis, in dem wir drinstecken. Auch das kann ich hier nicht komplett ausführen, da empfehle ich das Papier von Kramers und Schippers, kontrollierter Gebrauch von Heroin und Kokain. Die haben in der Suchttherapie dann eine schöne Übersichtsarbeit geliefert, ist auch per Google direkt bei dem Stichwort zu finden. Man könnte Ähnliches auch über Crack sagen oder Crystal Meth. Also gerade Crack ist ein wunderschönes Beispiel, weil man auch hier schön sehen kann, wie hier versucht die Politik hat, in dem Fall in den USA, zu sagen, ja, Crack ist das Problem und da kommen die Crack-Babys und das ist jetzt der Staatsfeind Nummer 1. Statt aufzuzeigen, dass die Kinder, die hier untersucht wurden, die massive Defizite hatten, es auch nicht wesentlich schlechter ging als die anderen Kinder, die im gleichen Slum gelebt haben, in den USA, in den Vorstädten. Aber man hat das natürlich lieber auf die Droge geschoben, weil da ist die Droge verantwortlich und nicht die asoziale Sozialpolitik in den USA, die halt wirklich Vororte hat verrotten lassen. Oder das Beispiel Crystal Meth finde ich besonders spannend, gerade aktuell, weil es in Deutschland gerade hoch diskutiert wird. Das ist die neue Killerdroge, die uns überrollt. Oder man findet es bei den Statistiken nicht so wirklich, weil die Beschlagnahmungszahlen sind zwar um zweistellig, dreistellige Prozentzahlen steigen, aber ausgehend von einem Niveau, das lächerlich ist. Und wenn ich natürlich statt zwei Krümel plötzlich 200 Krümel finde, dann ist das eine gewaltige Steigerung, relativ gesehen. Unterm Strich spielt es derzeit doch eher nur im Grenzgebiet eine Rolle, auch wenn die Zeitung titelt: Es ist nicht auszuschließen, dass es jetzt auch woanders auftauchen könnte. Das Spannende ist, Crystal Meth war bis vor wenigen Jahren noch ein zugelassenes Arzneimittel in Deutschland.
ist in gewissen Varianten weltweit auf anderen Teilen der Welt immer noch verfügbar. Und man sieht hier, wie innerhalb von wenigen Jahren es geschafft wurde, aus einem zugelassenen Arzneimittel die Killer mega tödliche, ihr werdet sofort zerfallen und wenn ihr es nur anfasst, dann fahrt euch die Zähne aus, Probe zu machen. Das ist wirklich faszinierend. Natürlich gibt es viele Problemkonsumenten da, das ist gar nicht die Frage. Natürlich gibt es Menschen, die das übertreiben und wenn in Leipzig Heroin, Menschen, die seit Jahrzehnten heroinabhängig sind, auf Crystal Meth umsteigen, dass das da nicht das blühende Leben aus ihnen hervorruft, ist ja vollkommen klar. Aber die Art und Weise, wie hier Dämonisierung betrieben wird und hier ein Gedankengefängnis aufgebaut wird und von den Medien befeuert wird, ist schon faszinierend. Auch da werde ich hier schon wieder zu enden müssen. Ich werde noch ein ganz letztes Beispiel noch in den Raum stellen, dann komme ich zum Ende. Ich werde viele Punkte, die ich heute nicht habe, ausführen können, sicherlich in meinem Blog oder in meinem Video-Podcast nochmal näher ausführen, weil ich sie persönlich sehr spannend finde. Und gerade am Beispiel der Einstiegsdrogen, man auch sieht, wie wichtig es für die praktische Arbeit ist, zu erkennen, welche Gefängnisse gibt es, wo stecken die Leute fest, wie grabe ich dort einen Tunnel hin, wie kann ich Kontakt aufnehmen. Und ein letztes Gedankengefängnis, das ist mir in den letzten ein, zwei Jahren immer häufig über den Weg gelaufen. Seitdem sitze ich auch im Bundesvorstand von Akzept, also dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik. Und da habe ich immer mehr, auch davor auch schon, aber jetzt verstärkt, Kontakt mit vermeintlich progressiven, linken, liberalen Menschen aus der Drogenberatung, aus der Therapie, die dann komplett übersehen, in welchem Rahmen, in welchem Gefängnis sie stecken mit ihrer Arbeit. Sie übersehen, dass es von allen Menschen, die hier helfen wollen, von allen Sozialarbeitern, dass sie gefangen sind in einer repressiven Klammer, dass die Prohibition einfach über allem steht, alles einnimmt, den Rahmen festsetzt und sie nur innerhalb dieses kleinen Rahmens ein bisschen was machen können, aber eigentlich massiv eingeschränkt sind. Sie übersehen das, man sieht das beispielsweise, welche Folgen das hat im Bereich Drug-Checking. Da gibt es ein wunderschönes Zitat von Cornelius Nestler, also das war vor zwei, drei Jahren, da war hier in Symposium in Berlin zum Thema Drug-Checking. Da kam Nestler, Nestler ist Strafrechtsprofessor, der kam gerade frisch aus München, weil er da Nebenkläger war in diesem Prozess zum Thema Kriegsverbrecher, wo es um Nazi-Wärter im Dritten Reich ging, der Z-Wächter. Da war er Nebenkläger. Und danach ist er von München nach Berlin gekommen und hat Menschen beraten, die Drug-Checking anbieten wollen. Er hat gesagt, es ist ein Skandal, dass er hier steht. Es ist ein Skandal, dass er als Strafrechtler Menschen beraten muss, dass sie nicht gewaltigen Ärger bekommen, weil sie Substanz testen wollen, weil sie die Gesundheit von Menschen fördern möchten. Da merkt man, wie eng dieser repressive Rahmen ist, den das Betäubungsmittelgesetz vorgibt, der Hilfe einschränkt und gleichzeitig von Helfern übersehen wird. Das ist ziemlich traurig, wenn ich irgendwelche Landesdrogenbeauftragten etc. sehe, die mir dann erzählen, dass die geringe Menge was soll die Debatte? Ist dann auch die beste Reaktion. Die sagen, na eigentlich finde ich das überhaupt gar nicht gut, weil das verharmlost die Drogen ja wieder. Und die dann sagen, naja, so, es ist ja schon entkriminalisiert, wir akzeptieren das ja alles. Wir brauchen doch gar keine Legalisierung. Jetzt möchte ich als letzten Gedankengang noch auf den Weg geben. Na gut, dann stellen wir uns mal vor, wie das gewesen wäre, wenn wir es mit Akzeptanz statt Legalisierung versucht hätten im Bereich der Homosexualität. Das war auch jahrelang verboten, das war eine Krankheit. Und dann stellen wir uns mal vor, wie eine Gesellschaft gewesen wäre, die sich nicht dazu durchgerungen hätte, zu sagen, wir legalisieren das jetzt, weil es schadet niemand anderen. Ich sehe da kulturhistorisch sehr viel spannende Parallelen zur Verfolgung von Drogenkonsumenten, aber auch das würde jetzt hier zu weit führen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo es vom Staat geduldete Räume gibt, wo sich Homosexuelle treffen können und ihre Praktiken, die sonst strafbewehrt sind, im stillen Kämmerlein, in irgendwelchen Verrichtungsboxen, als Analogie zu Drogenkonsumräumen betreiben dürfen, wo wir versuchen sie ja gar nicht mehr so explizit zu heilen. Also in Bayern versuchen sie die ja noch zu heilen, aber wir akzeptieren das so, wir beraten die halt nur so ein bisschen. Wir akzeptieren sie, wie sie so sind, wir tolerieren das so ein wenig.
Da hätten wir keinen Oberwald, der sagt, ich bin schwul und das ist gut so. Das wäre doch undenkbar. So wie es heutzutage undenkbar ist, dass ein Ministerpräsident sagt, ich bin Kiffer und das ist gut so. Nur mal als Gedankengang, warum ein bisschen Toleranz, ein bisschen, wir dulden das, nicht der Weg sein kann. Und das ist eine Sache, die vielen Menschen im Bereich der Drogenberatung, Therapie unterwegs sind, nur auf den Weg gehen kann. Das ist der absolute Wahnsinn unter den Bedingungen, die ihr hier arbeitet. Es kann doch nicht sein, dass die Leute, wenn sie nicht gerade bei euch sind, von der Polizei gejagt werden. Da kann doch lieber irgendwelchen Menschen helfen wollen. So, das soweit zum Thema Gedanken, Gefängnisse. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Gedanken euch einpflanzen, mal ein bisschen weiter zu denken, den anderen Gedanken weiter zu spinnen. Es sind, wie gesagt, viele, viele Wirrfäden. Ich hoffe, ich konnte ein paar rote einfangen und ein bisschen was draus spinnen. Ansonsten gibt es sicherlich genug Material für mehrere Bücher und vielleicht bei der nächsten Intervision den nächsten Vortrag zu einigen spezielleren Punkten. Darum möchte ich hier enden. Wie gesagt, ich werde nicht weglaufen, ich werde auch noch da bleiben, auch während der Mittagspause. Und dann können wir sicherlich auch noch die eine oder andere Frage oder Themen weiter diskutieren. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Max für diese einleuchtenden und klaren Worte. War wieder wunderschön, dir zuzuhören.